Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist euer Tastenhauer, meldet sich jetzt zurück nach 10 Tagen aus der Covid-Quarantäne. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich negativ inzwischen, also mir geht's einigermaßen wieder ganz gut eigentlich so. Das Einzige, was noch nicht so gut sind, sind meine Bronchien. Vielleicht hört ihr das ein bisschen an der Stimme, die ist noch belegt. Und ich muss sie immer noch sehr dosiert einsetzen. Das heißt also, längere Livestreams momentan wahrscheinlich schwierig. Muss ich jetzt unter der Woche mal schauen, wenn dieses Video erscheint. Und ich muss wirklich aufnehmen und Pause machen und kleine Aufnahmesessions machen. So sieht das derzeit leider noch aus. Mal sehen, ob sich das bald dann auch wieder entsprechend normalisiert. Ich gehe aber mal davon aus. Ja, liebe Leute, heute ein Angehauen, auch deswegen, weil wir in der vorletzten Woche, glaube ich, nur 2 von 5 Folgen aus dem Let's Play von Humankind hatten. Danach wollte ich eigentlich mehr aufnehmen und da hatte mich dann Covid niedergerafft. Dementsprechend sind jetzt noch 3 Folgen ausstehend, die werden auch diese Woche noch erscheinen, aber ich wollte zunächst einmal heute hier für den Montag, den 18.07., die Gelegenheit nutzen, euch ein Spiel kurz vorzustellen, das, glaube ich, für euch als Kanalzuschauer ganz interessant sein könnte, denn das ist ein sehr einzigartiges, interessantes Spiel, aus mehreren Gründen. Also erstmal ist es ganz interessant, weil es einfach vom Setting her mitten im 19. Jahrhundert angesiedelt ist, in, ich glaube, 2 unterschiedlichen Zeitaltern, die es abbildet im Verlaufe des 19. Jahrhunderts, in der post-napoleonischen Ära, also nach Napoleon. Und vor allen Dingen bis zur, ja, ich sag ja, bis zur Zeit der Vereinigung der ganzen deutschen Kleinstaaten und Preußens hin zum Deutschen Kaiserreich. Das ist so ungefähr der Zeitraum von diversen Jahrzehnten. Und in dieser Zeit ändert sich die Kriegsführung recht maßgeblich und recht nachhaltig, sodass, ja, wenn man historisch das jetzt interpretieren wollen würde, mit dem ganz großen Brush, sage ich mal, mit dem ganz großen Strich, dann würde man sagen, naja, das setzt sozusagen die Stage hin Richtung Erster Weltkrieg. Aber das wäre jetzt ein bisschen weitreichend, die Behauptung. Von 1871 bis 1914 ist natürlich noch einiges, was zwischendurch auch an Entwicklungen passiert, politischer Natur, wirtschaftlicher Natur, natürlich auch militärischer Natur. Aber es ist ein Zeitalter, das in Videospielen, in digitalen Spielen sollte man dazu sagen, wirklich nur sehr selten überhaupt mal abgebildet wird. Und deswegen finde ich das Spiel einerseits interessant. Andererseits ist es auch gameplay-technisch interessant, was man in diesen Schlachten dort alles so machen kann und wie das organisiert ist im Spiel. Es ist ein rundenbasiertes Spiel mit einem kleinen Twist drin. Dann ist es auch noch ganz interessant, wobei man da ein bisschen so die Sorgenfalten haben kann als Spielerin oder Spieler. Ich nämlich in der Regel auch. Und zwar ist es ein Free-to-Play-Spiel, das jetzt gerade in den Early Access reingegangen ist. Es gab vor ein paar Wochen schon mal eine Alpha-Version, die man anspielen konnte. Und jetzt ist das Ganze in den Early Access gestartet, am 15.07., also am letzten Freitag. Man kann inzwischen tatsächlich hier Multiplayer-Matches absolvieren, also Ranked-Matches, soweit ich, nee, die gibt's noch nicht, Quick-Matches nur, aber die Ranked-Matches kommen auf jeden Fall noch. Also man kann jetzt gegen einen zufälligen Spieler ein ungeranktes Match starten. Ihr seht also schon, ein Fokus des Spiels liegt, ja, auf, ich sag jetzt mal ähnlich wie bei, gab's ja auch schon mal bei einem der Total War-Ableger, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Also ein Fokus des Spiels liegt tatsächlich im Bereich Multiplayer. Und man bekommt dann eine Ingame-Währung bei Siegen und auch teilweise bei Niederlagen natürlich weniger, die man hier unten angezeigt bekommt. Mit denen steigt man irgendwie Level auf, das ist aber auch noch nicht ganz im Spiel implementiert, was diese Level machen. Da kann man dann irgendwas mit diesen Armeen und Fraktionen anstellen, die man freischaltet. Man schaltet Fraktionen, also die verschiedenen Länder übrigens auch mit dieser Währung frei. Es soll ein Ingame-Shop dann noch kommen, mal gucken, ob das so eine Abzockenummer wird. Die Entwickler haben sich bereits gemeldet nach Start des Early Access und haben gesagt, oh, das funktioniert alles noch nicht so richtig, wie wir uns das eigentlich vorstellen mit dieser Ingame-Währung, wie das auch von Spielern aufgenommen wurde. Wir verändern da noch einiges dran. Aber da bin ich natürlich auch irgendwie ein bisschen skeptisch. Free-to-play und dieses ganze künstliche Währungszeug, es riecht immer ein bisschen nach Abzocke einerseits. Jetzt könnte man sagen, naja, also wenn es jetzt nur darum geht, irgendwelche Matches gegen Spieler zu bestreiten, uff, das ist aber irgendwie nur für Leute, die das halt kompetitiv Multiplayer spielen wollen.
Was mache ich denn jetzt als Singleplayer-Enthusiast oder Enthusiastin? Ja, also man kann natürlich gegen die KI trainieren, das ist natürlich ein bisschen lame, kann man natürlich auch machen, das werden wir uns auch nochmal näher anschauen gleich. Man kann aber vor allen Dingen eins machen als Singleplayer-Fan, man kann eine Kampagne spielen. Es gibt also auch hier Kampagnen und es soll auch irgendwie Karrieren geben, wie auch immer die dann organisiert sind. Und es gibt natürlich auch Custom Battles, also einfache Schlachten, die man dann selber sich so zusammenstiefeln kann gegen befreundete Leute etc., dass das nicht so zufällig gegen irgendwelche Ranked Matches ist. Hier gibt es auch schon einige Lobbys, wo man das machen kann. Aber vor allen Dingen die Kampagne wird, denke ich mal, für viele sehr interessant sein, denn man kann hier zum Beispiel auswählen, da wird es auch noch mehr geben, dann in der fertigen Version. Civil War ist im DLC mit drin. Da muss man sich jetzt schon DLC quasi verkaufen. Das ist also ein Teil der Monetarisierung dieses Free-to-Play-Spiels, dass gewisse Kampagnen als DLCs wohl auch verfügbar sind. Aber es gibt auch schon, es gibt aber auch Kampagnen, die da, glaube ich zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, die von Grund heraus im Spiel verfügbar sein werden. Also wie die Entwickler das genau basteln, das wird viel darüber entscheiden, wie das Spiel auch angenommen wird. Das kann ich, denke ich mal, jetzt schon mal so in die Zukunft prognostizieren. Aber schauen wir uns das mal an. Also die Kampagnen sind auf jeden Fall ganz interessant. Wir gehen jetzt mal in diese Krimkrieg-Kampagne von 1853 rein. Wir können dort also starten auf beiden Seiten, der russischen oder eben der alliierten Seite. Ich starte jetzt einfach mal die russische Seite. Hier sieht man auch Szenario-Difficulty, Kampagnen-Difficulty, also die ganzen Schwierigkeitseinstellungen, kleiner Beschreibungstext. Starten wir mal los. Das Spiel übrigens ist nur auf Englisch verfügbar bislang. Ich habe auch noch nirgendwo gelesen, dass es mal irgendeine Übersetzung in irgendeine andere Sprache geben soll. Was immer ein bisschen schade ist, aber gerade auch deswegen, weil die Texte eigentlich nicht so lang sind. Also das hier sind schon die längsten Texte, die überhaupt im Spiel drin sind. Sowas sollte eigentlich machbar sein, das auch auf gängige europäische, asiatische oder sonstige Sprachen zu übersetzen. Aber es ist auch ein sehr kleines Entwicklerstudio, von daher schauen wir mal. Also, das ist auf jeden Fall jetzt Stand der Dinge. Das sind unsere Truppen. Wir sind hier bei Sevastopol. Hier ist die Gesamtkarte, ein Ausschnitt der Krim-Halbinsel. Und wir sehen, es gibt hier diverse Armeen, die dann auf der Karte existieren, die wir auch hin und her schicken können. Das sehen wir hier am blauen Pfeil. Das Ganze natürlich hier immer in Runden basiert. Dann gibt es Policies, die man noch einstellen kann. Also gewisse Dinge sozusagen, die jetzt hier auch schon vorausgewählt sind, die wir aber auch in Runden erforschen können. Also ein bisschen, ja, so ein kleines Forschungssystem sozusagen. Es gibt hier Einflusspunkte, auf die man irgendwie achten muss. Es gibt natürlich Geld, also eine gewisse Menge muss immer bezahlt werden an unsere Soldaten. Und ein gewisser Upkeep, also gewisse Unterhaltungskosten werden abgezogen. Es gibt natürlich Manpower, also unsere Reserve, unsere Mannstärkenreserve, die wir möglichst hochhalten sollten, denn wir werden ja Verluste erleiden in diesen ganzen Schlachten hier im Kampagnenmodus. Und dann gibt es noch, ja, so eine Art Übersicht, wie es jetzt kriegerisch steht. Wer gewinnt, wer verliert, das wird anhand der Schlachten dann ausgemacht, aber ich bin mir nicht sicher, wie das genau berechnet wird. Aber das ist jetzt erstmal so eine ganz grobe Einführung nur von mir. Dann gibt es einen Supply Map Mode, also hier sehen wir, wie die Einheiten versorgt werden, die ganzen Linien zwischen den Caches, also hier gibt es auch Supply-Orte, die man einnehmen kann, die dann den Supply vergrößern. Gegnerischer Supply, den sehen wir hier hinten und so weiter und so fort. Dementsprechend können wir uns hier dann können wir uns hier orientieren und können jetzt entsprechend, genau, Terrain Map Mode uns noch anschauen. Da gibt es dann auch hier Road Movement Costs und so weiter. Country hat höhere Movement Costs etc. pp., sodass man die Einheiten dort nicht so weit schicken kann. Ja, man kann jetzt einfach hier angreifen und in die Schlacht reingehen. Das werden wir jetzt erstmal nicht machen. Wir haben ja eben gesehen, hier Supply ist hier ziemlich schlecht. Wir ziehen uns hier mal zurück. Und ich denke, dann werden wir hier die Einheit auch stehen lassen, um hier den Übertritt zu verhindern. Hier werden wir versuchen, uns zu verteidigen. Mit diesen Einheiten, da können wir mal gucken, Eastern Garrison, Garrison und Western Garrison. Das sind also eigentlich nur die Besatzungstruppen, die dort die Stellung halten sollen. Andererseits sieht man aber auch, die haben Artillerie und Kavallerie zum Teil dabei. Können aber nur entsprechend jetzt hier nach unten rauslaufen. Also könnten hier quasi die Verteidigung zum Beispiel unterstützen.
Könnte man dann hier reinmarschieren, um hier vielleicht den Bereich abzusichern. Das gleiche könnte man dann hier auch entsprechend machen. Genau. Und wenn man soweit ist mit den Bewegungen, dann wird man hier die Runde abschließen. Und man sieht, so die Alliierten machen jetzt ihre Bewegungen. Und da kommt es irgendwann natürlich zu Schlachten, die man entsprechend absolvieren kann. Das hat also ganz viele kleine Unterregeln hier. Und ja, es ist ein ganz netter Kampagnenmodus, der jetzt nicht so komplex ist wie in anderen Strategiespielen. Der vor allen Dingen auch wirklich fast rein militärhistorisch aufgebaut ist. Das ist natürlich kein Victoria 3 oder ein großes Strategiespiel, ein Grand Strategy Game, sondern erstmal das. Hier sehen wir, hier hat der Gegner jetzt hier auch so ein Cache eingenommen und aufgebaut für seine ganzen Armeen, die er jetzt alle hier über den Osten schickt. Also das wird sicherlich hier dauerhaft, denke ich mal, nicht zu halten sein. Was man also machen kann, man kann gucken, ob man dieses Gebiet hier versucht zu halten. Und man könnte jetzt fast schon schauen, ob man vielleicht mit der Einheit hier versucht, so ein bisschen in den Rücken zu laufen, ob sie dann hier ihr Hauptquartier beschützen wollen, sage ich mal. Das werde ich jetzt einfach mal machen. Mit dieser Einheit werde ich versuchen, jetzt hier so die Südflanke zu beschützen. Und diese Einheit, ja, wo schicke ich die hin? Ich denke, die werde ich auch erstmal hier stehen lassen, wenn die jetzt hier alle über diese Richtung kommen. Ja, und dann sehen wir hier, der Gegner hat also entsprechend hier schon Gebiete verloren und steht hier in einer schwierigen Position. Wie die Kampagnen-KI funktioniert, kann ich euch noch nicht sagen. Die soll, glaube ich, noch nicht allzu berauschend sein in ihrer Logik, was sie so macht. Das sieht man, glaube ich, auch hier schon ansatzweise, dass die hier sich den schweren Weg da extra überlegen, ob das so intelligent ist, naja. Aber das wird auf jeden Fall von den Entwicklern noch bearbeitet werden. Das ist eine der Hauptprioritäten, das haben sie auch schon geschrieben. Ja, und dann kann man entsprechend natürlich die Schlachten machen, etc. pp. Das werden wir uns jetzt hier im Kampagnenmodus aber nicht angucken, sondern wir werden jetzt erstmal hier wieder rausgehen und werden mal hier in diese Quickmatch, in das Training gegen die KI mal einsteigen. So, und hier seht ihr, hier kann man dann die Fraktionen auswählen, die man bislang freigeschaltet hat. Wie gesagt, mit der Ingame-Währung. Wir könnten hier die Preußen zum Beispiel nehmen, machen wir jetzt einfach mal. So, und jetzt ist hier so ein Schlachtengenerator. Wir können unsere Fraktion ändern. Sehen, hier geht es jetzt also gegen die Engländer beispielsweise. Und wir sehen hier, welche Einheiten wir denn nehmen können. Also was wir hier für Kanonen ins Feld führen, leichte und schwere Kanonen zum Beispiel. Wir nehmen jetzt mal hier richtige Feldartillerie mit. Kruppmörser vielleicht nicht unbedingt. Alles natürlich sehr, sehr teuer dann. Dann haben wir Landwehr, Linieninfanterie etc. Die haben auch alle bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel hier, dass die Landwehr sich bei null Kohäsion dann zurückzieht. Kohäsion verliert man durch Beschuss. Dementsprechend wird die Einheit irgendwann einfach in den Rückzug gehen. Das kann aber sogar vorteilhaft sein. Dann gibt es Linieninfanterie, württembergische, bavarische Linieninfanterie. Es gibt sogenannte Jäger. Da nehmen wir uns mal eine von mit. Dann nehmen wir uns mal hier eine Einheit. Ja, was nehmen wir denn hier? Eine Einheit Ulane nehmen wir mit, die hat, glaube ich, hier so eine Charge-Ability, dass der direkte Frontalangriff besser ist, weil die diese Ulan-Speere halt haben. So, 390, was nehmen wir uns noch mit? Vielleicht nochmal eine Linieninfanterie. Und 235, da könnte man nochmal entweder solche Jäger mitnehmen oder nochmal eine Landwehreinheit. Nehme ich, glaube ich, nochmal mit. Ja, so kann man das sich aufbauen und dann geht man natürlich hier mit Ready als ein bisschen klein in der Anzeige. Das UI soll auch noch verändert werden, ist auch eine der Hauptprioritäten. Also ihr seht, das nimmt sich Anleihen so ein bisschen aus diesen Einheitenkarten von Total War und hat auch so ein bisschen was mit den Ausrüstungen hier, also mit den verschiedenen Waffentypen, die man mitnehmen kann. Sogenannte Needle Guns, Nadelgewehre, bayerisches Werdergewehr und so weiter. Also man hat hier bestimmte Fähigkeiten, die man sich mit den Waffen hinzufügt, die kosten aber dann auch entsprechend Geld. Also hier zum Beispiel sehen wir, die haben diese Needle Guns, die Infanterie, das sieht man an diesem kleinen Symbol, was wie gesagt sehr schlecht leider nur zu erkennen ist. Man könnte aber jetzt zum Beispiel sagen, man will denen
noch was Zusätzliches geben. Also Needle Gun, was macht das? Das macht im Prinzip, wartet mal. Ich zeige euch das mal an. Das ist ein sogenanntes Breach-Loader-Verfahren, wie die Waffe nachgeladen wird. Da kriegen die also einen weiteren Attack-Order jede Runde, können also einfach mehr angreifen pro Runde, sind damit natürlich dann kampfstärker. Ist jetzt hier zwar eine Artillerie, aber das gilt für die für diese Einheiten hier genauso, zum Beispiel sogenannte Foot Guard, Grenadier Guard etc. pp. Die haben auch manchmal noch andere Eigenschaften hier, mehr Range Damage etc. pp. Also ganz, ganz komplex. Den kann man hier aber dann auch entsprechend dann zum Beispiel dieses Bavarian Rifle geben oder das Stricy Rifle, was noch ein bisschen besser ist. Das hat, glaube ich, mehr Reichweite dann oder so. Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede in der Bewaffnung und das kann ich denen nachträglich dann hier zufügen und sie damit ausrüsten, sodass die entsprechend hier. Genau, ich glaube, ja, den könnte ich auch einen Dreiße mitgeben, anstatt einen Säbel. Beziehungsweise könnte die noch mit Fernkampf ausrüsten, etc. Ihr seht, also mit dem Ausrüstungssystem kann man auch noch mal zusätzlich einiges machen. Ich gebe jetzt mal hier dieses Bavarian Rifle zu denen, die haben das schon. Ach, die können das nicht bekommen, deswegen werden die dann ausgegraut. Das ist also nur für die, ah, das ist nur verfügbar für die bayerische Linieninfanterie, logischerweise. Also wenn ich die jetzt mitnehmen würde, sagen wir mal, ich nehme hier eine normale Linieninfanterie raus, eine bayerische rein, dann könnte ich denen dieses Werder Rifle geben, dann kriegen die nochmal ein Upgrade sozusagen mit einer neuen Fertigkeit. So, und dann können wir auf jeden Fall jetzt mal reingehen ins Gefecht, Start Battle. Und uns das mal angucken. Denn das Spiel hat mehr unter der Haube, als es zunächst den Anschein macht im Gameplay. Also erstmal klar, wir können jetzt Einheiten aufstellen. Es gibt eine Deployment-Phase, also eine Aufstellungsphase. Ich nehme jetzt mal hier Auto-Deploy, um das mal zu beschleunigen. So, jetzt gibt es eine Order-Phase. Jetzt haben wir also begrenzt Zeit, unsere Befehle zu verteilen. Bis zu 12 dürfen wir verteilen. Also umso größer dann die Armeen in späteren Kämpfen sind, umso mehr muss man auch aussuchen, wen ziehe ich diese Runde eigentlich und mit welchen Befehlen denn genau. Hier zum Beispiel unsere bayerischen Freunde mit der zusätzlichen Reichweite über ihre modernen Gewehre. Die könnte man jetzt zum Beispiel sagen, die sollen erstmal nach Norden marschieren etc. pp. Man kann denen auch Formationen geben. Das hat Unterschiede bei der Reichweite zum Teil und welche Eigenschaften die zusätzlich bekommen. Es macht also durchaus einen Unterschied, ob sie zum Beispiel hier March Columns zum Beispiel bekommen. So, das kann ich denen aber derzeit, glaube ich, gar nicht geben, weil weil sie nicht auf der Straße sind. Ich glaube, so funktioniert das hier. Ich könnte denen aber auch eine Attack Column geben oder eine Open Order und so weiter. Also ihr seht schon, da kann man dann so ein bisschen. Das ist aktuell Closed Order, das haben wir. Wir nehmen mal Attack Column. Aber irgendwie kann ich. Ich glaube, das kostet auch einen Bewegungspunkt, das zu ändern oder so. Warte mal, haben wir jetzt gerade gesehen, wie sich dann die Reichweite ändert? Also ganz genau habe ich es auch noch nicht raus, aber so kann man sich das auf jeden Fall einstellen. So, hier haben wir unsere Linieninfanterie. Die machen bitte auch dann ihr Column Change. Dann haben wir hier im Hintergrund die Ulanen. Die könnten wir so schon mal losschicken. Die haben diese Option, glaube ich, sowieso generell nicht. Die sind jetzt hier auf demselben Feld in der Reserve, also hinten aufgestellt sozusagen. Die kann ich natürlich dann hier bis hier vorne hin sozusagen schon mal vormarschieren lassen. Das wäre der erste Order und dann ist auch gleich schon die Zeit so vorbei. Ihr seht, ich habe hier so lange gelabert, das macht aber nichts. Jetzt werden die Sachen ausgeführt oder wenn ich unten rechts auf den Brief klicke, das heißt also jetzt werden die Truppen hin und her geschickt. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass jetzt zwei Einheiten auf beiden Seiten immer parallel ziehen in einem We-Go-System. Hier sehen wir zum Beispiel, die Einheit wird aktiviert, die Einheit wird aktiviert. Hätten wir jetzt unsere Befehle auch ausgeführt und nicht so lange die Zeit verquatscht, dann wären jetzt immer zwei Einheiten parallel losmarschiert auf beiden Seiten. Und das ist natürlich im Verlauf einer Schlacht nachher richtig interessant, weil man damit richtig taktieren kann und ein bisschen vorausschauen muss, was macht mein Gegenüber mit den ganzen Einheiten wohl und wie gehe ich damit um. Wir sehen also hier, die sind jetzt in die Marschkolonne. Das heißt also, die können jetzt zum Beispiel bis hier oben hinmarschieren.
ab in die Reserve rein, etc. pp. Die können auch schon mal hier reinmarschieren. So, und die Kavallerie, die schicke ich jetzt einfach mal weiter nach vorne. Die sollen hier einfach mal auf dem linken Flügel marschieren. Diese Einheiten hier, das sind jetzt die Kanonen. Da wollte ich sowieso mal gucken. Die können auch keine andere Formation einnehmen. Aber die kann man immer nur einen nach vorne schicken. Sind relativ wenig mobil natürlich. Aber haben natürlich auch eine hohe Reichweite. Das sehen wir nachher bei den sogenannten Angriffsbefehlen, wenn wir sie geben können. Das ist jetzt noch nicht der Fall, weil die sich hier bewegen. Aber später dann natürlich schon. So, die sollen hier auch erstmal überall ihre Angriffskolonnen bilden, ihre Angriffsformationen, und dann seht ihr auch hier, wie die Orders dann entsprechend abgezogen werden. So, die können sich jetzt aber noch bewegen. Swaps to Column, hier sehen wir das nochmal. Das ist der letzte Befehl, den nehme ich mal wieder weg, weil der missklickt war von mir. So, die Preußen sind sowieso ein Sonderfall, weil die dürfen als einzige immer zwei Felder weit marschieren. Die haben also durch die Eigenschaft effizient, dürfen die immer zwei marschieren. Sind also im Movement-Bereich ja, ziemliche Experten und dementsprechend hier für die ganze Movement-Phase am Anfang sehr, sehr interessant natürlich. Mit Blut und Eisen, jetzt wird das Ganze mit Blut und Eisen ausgeführt. Wir erkennen die ganzen historischen Anspielungen natürlich. Und die Gegner werden immer parallel hier ziehen. Ihr seht das jetzt auch. Auch die nehmen hier so eine Angriffskolonne zum Beispiel, um hier weit nach vorne zu marschieren und uns hier zu kontern. Genau. Ja, und jetzt verläuft die Schlachtphase. Wir können gleich mal gucken, dass wir hier so ein richtiges Engagement aufbauen. Wobei wir natürlich auf der Seite hier grundsätzlich echt ziemlich schwach unterwegs sein werden. Wir werden wahrscheinlich gleich mit der Einheit versuchen, diese erhöhte Position einzunehmen. Das gibt uns mehr Reichweite, dass wir hier so ein bisschen Stellung halten. So, noch werden hier die Einheiten gezogen. Und unsere marschieren jetzt auch gleich los, sind jetzt auch gerade in ihrer Angriffsformation. Ich glaube, ich hätte die dann auch marschieren lassen können, aber habe das bei den anderen irgendwie... Doch, habe ich auch gemacht, genau. So, die kommen jetzt, die anderen marschieren uns entgegen, hier die Briten.